Na, auf dem Weg zur Akademie. Mimi. Wie wär's mit einem kurzen Kämpfchen auf dem Weg? Hausmeister Elvin! Schluckspuck. Oh Gott, dieses Scheißchen. Schluckspuck. Oh Gott, das ist... Mein Hirn ist einfach nur noch... Aber du setzt Platsche auf Moses Gesicht ein. Was tut er denn nun? Schlucken oder spucken? Na, kommt drauf an, ne? Vielleicht aus TikTok. Oh nein. Also, warum? Der Hall. So, Elvin. Viel Spaß beim Unterricht. Persimbeere. Um zur Akademie in Messalona City zu kommen, musst du diesen Weg einfach geradeaus folgen. Verlauf dich nicht. Okay, ich gehe geradeaus. Eishockey! Ben, ich fange dich jetzt. Ja, guck mal, freut er sich. Da freut er sich. Ich versuche ihn auch nicht anzugreifen. Ben, bei Fuß. Wenn nicht, Gebühren. 5 Subs. Oha. Alter! Und zeig mir den Arsch, was für ein Dreck. Ben, letzte Chance, ne? Ich schwör's dir. Ich versuch dich nicht anzugreifen. Hey, Subs, okay. Schwierig. Schwierig. Alles klar, Brownie und Undead, schlaft schön. Danke, dass ihr da wart. Ben? Gut. Ihr habt's gesehen? 10 Subs. Ein Spaß. So, was steht denn hier für Ben? Es hortet Beeren in seinen Backentaschen. Falls es einmal keine findet, stopft es stattdessen Kieße hinein, um Heißhungerattacken zu überwinden. Steckst du Steine in den Mund? Okay. Interessant. Klingt lecker. Aber Steine können auch salzig sein, also. Ich sehe schon, wo das hinausläuft. Als getragenes Item haltet sie wäre Power von Paralyse oder so. Glaube ich. Was soll er sonst im Mund stecken? Das hat er vorhin schon gesagt. Nüsse von okay. Ich habe eine ganz komische Vorliebe. Ja, Musik. Welches Game war das, wo du gefragt hast, ob ich bei den Namen mitgeholfen habe? Uff, weiß ich nicht. Wann habe ich denn das Spiel gespielt? Weißt du das noch? Ja, weiß ich jetzt nicht. Weißt du nur ungefähr den Zeitraum? Diese blöden Pokébälle überall, ne? Ich muss sie alle einsammeln. Das geht. Mauer? Aber wir kommen langsam der Akademie näher. Attacke! Pfirsichbeere! Ja! Peaches! De Peaches.
Nee, leider nicht, aber ich glaube, das war Cleo. Das kann gut sein. Dann ist aber schon eine Weile her, weil ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Cleo haben wir letztes, also fast vor einem Jahr gespielt. Also wirklich zum Neujahr rein haben wir das gespielt. Das ist dann wirklich fast schon ein Jahr her, krass. So, der macht die jetzt hier alle fertig. Nice. So lang? Ja, ist schon ein Jahr dann her. Ja, im Grunde haben wir es dieses Jahr gespielt, aber das war dann halt wirklich nach Neujahr. Also war dann schon der erste, zweite. Aber da wir bald auch den ersten, zweiten haben, ist es dann ein Jahr her. Wir haben ja nächste Woche schon das neue Jahr. Beziehungsweise am Sonntag. Ja, am Sonntag ist der erste. Musik ist viel zu fröhlich. Wo ist hier so ein bisschen Metal oder so? Keine Ahnung. Immer viel zu süß. Viel zu lieb. Oh, guck mal, wer hier ist. Tackle. Wir brauchen tiefe und gründige Musik. Das stimmt. Ja, die Musik in Pokémon ist immer sehr fröhlich. Also meist. Es gibt ja auch Pokémon-Teile, da war die Musik nicht so fröhlich. Der eine Pokémon-Turm da. Wie ist denn der nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, dieser eine Turm war creepy. Ah, den fand ich voll gut. Lavandia Tower. Ja, genau der. Der war. Fand ich aber geil. Kannst du die Musik irgendwie auf Null drehen und die Metal-Playlist anwerfen. Das Vieh lässt sich nicht fangen, ne? Ich mochte das Lavandia Team immer. Das hatte was Beruhigendes. Ja, ich mag das auch sehr gerne. Mega cool. Oder diese Musik von den Anglern. In seinem Beutel trägt es einen runden, weißen Stein. Freundet man sich mit ihm an, kann es vorkommen, dass man ihn geschenkt bekommt. Diesen Stein ist dann das Eichhörnchen Ben. Ben hat wieder Heißhunger. So, habe ich jetzt noch ein paar Trainer verpasst, oder? Hier gibt es sehr viele cute Pokémon. Das ist eine Hunde-Pokémon, was ich haben will. Das sieht richtig süß aus. Das Eichhörnchen dann Kleinsteins? Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wie weit er seine Backen dehnen kann. Das klingt so falsch. Also nicht die Backen unten, sondern... Oh Mann. Die müssen süß sein. Oh, ich hätte so gerne mal ein düsteres, also wirklich ein richtig düsteres Pokémon. Das wäre geil.
Hi Ben, schlaf gut. Das ist eine... Was zur Hölle? Was zur Hölle bist du? Warum? Wo wirfst du hin? Du musst sie alle fangen. Ja, ich gebe mir Mühe. Micha, danke für den Raid. Anscheinend funktionieren meine Alerts irgendwie nicht. Das kommt irgendwie sehr, sehr viel später. 15 Minuten oder so, dann kommt der Alert. Irgendwie funktioniert das heute bei mir nicht. Dankeschön für den Raid. Was gab's denn Schönes bei euch? Hallo Prinz Schöffel. Hallo Neon. Pokémon würde sich schon anbieten für eine Dissos-Story. Ich meine... Die greifen sich mit Feuerkrallen und was weiß ich nicht alles an. Da ist Potenzial für Blut und Tod. Ja, die haben ja auch krasse Pokédex-Einträge eigentlich auch. Viele davon. Außer der da. Der ist, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich fange den mal. Also ich versuch's. Furie, aber Endron. Dann macht den Rudenschlag weg hier. Ja, da kommt der Alert erst. Da ist er erst. Aber immer ein bisschen früher als vorhin der eine Raid, wo es kam wirklich erst 10 Minuten später oder so. Da war der Alarm. Vielen Dank nochmal. Was habt ihr denn Schönes gemacht? Da bin ich wieder von der Sauftour mit meinen Besten wieder da. Willkommen zurück, Kenzo. Ich habe gerade einen Witz gefunden, der irgendwie cute ist. Mein Nick scheint echt Aufmerksamkeit zu ziehen. Inwiefern? Dieses Choriogel hat gelben Nektar geschlürft. Leichten Schrittes nähert es sich Gegnern, um sie mit Elektrohieben zu besiegen. Du bist ja Assi. Seltsamer Fetisch, ja. Gelber Nektar. Okay, der trinkt Pipi. Geil. Lecker. Scarlet. Doc ist Scarlet. Was sagt ein 5-Jähriger bei einem Banküberfall? Her mit der Knete. Au. Das ist also Mesa Luna City. Ich bin zwar gerade mit einer Zustellung beschäftigt, aber gegen einen kurzen Kampf hätte ich nichts. Ich werde irgendwo rein, viele Grüße, mein Name wird. Also ich versuche immer allen, die mit rüberkommen, vorzulesen. Weil ich finde das sehr, sehr nett, dass man dann auch schreibt. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir sind eigentlich auch sehr höflich. Guck mal, der sieht sehr motiviert aus. Der Lieferant Marcel. Auch morgen vor ihrer Tür. Höflich, was? Kann man es essen? Manchmal.
Dein Sieg wurde mir hiermit zugestellt. Wow, der Spruch. Missalona City ist einfach riesig. Wenn ich nicht auf die Karten-App schaue, verlaufe ich mich. Na, das klingt ja super. Wir wollen dann nämlich jetzt eh rein, ne? Gleich. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Hallo, ich bin der von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Wenn du in den südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Du hast in der südlichen Zone 1 gegen 4 Trainer gewonnen. Ach so, ach, das war schon... Ich habe schon gegen einen dieser Typen gekämpft. Dafür bekommst du von der Pokémon-Liga diesen fantastischen Preis. Donnerwelle, toll. Wir veranstalten diese Aktion auch in anderen Gebieten, also schau auch gerne dort vorbei. Okay. Du hast einen neuen TM an der TV. Okay. Vielen Dank, dass du die TM-Maschine verwendest. Was möchtest du tun? TMs herstellen. Um TMs herzustellen, brauchst du Materialien, die von Pokémon fallen gelassen werden und Ligapunkte, LP. Wenn du während deines Abenteuers verschiedene TMs erhältst oder findest, erweitert sich auch die Auswahl an TMs, die du herstellen kannst. Höflich und Prinz. Ich glaube, ich gehe schlafen, ich lege mein Handy beiseite und lass laufen. Alles klar, Kenzo. Dann schlaf gut. Ja, ich muss auch gleich ausmachen, weil ich auch nicht so fit eigentlich. Herstellbar. Boden, Lehmschelle, Schutzschild. Donnerzahn. Aber es ist nicht herstellbar. Kick. Ausdauer. Verdammt. Die Materialien, die ich brauche, sind drei Fragezeichen. Das hilft mir nicht so. Materialien gegen LP eintauschen. Mhm. Ah, ich sehe schon. Okay. Ganz nett. Ja, dir auch gute Besserung, kennst du. Irgendwie hat verloren, Rennen versteht die Welt nicht mehr. Wow. War dumm. Ja, schrecklich, wenn man nichts mehr hört. Mit den Richtungsknöpfen kannst du verschiedene Funktionen nutzen. Posenauswahl, Kamera-App öffnen, Aussehen ändern, Mitteilungen prüfen. Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. Was? Frühlingsuniform. Sommeruniform. Ach du Scheiße. Aha. Also haben wir jetzt gerade Frühling oder was? Nee, Sommer. Sommer. Ah. Lange Socken. Knöchelsocken. Wunderschön. Hightech-Sneaker. Hm? Oh, kann ich den Hut bitte wechseln? Danke. Sportkappe. Oh, vielen Dank. Es gibt auch andere. Ja. Schade, dass die alle kacke aussehen. Ja. Besser als diesen Hut, den ich hier gerade hatte. Aber Uniform muss ich wahrscheinlich dann... Also die ganzen Klamotten muss ich anscheinend extra... Also als Set kaufen, ne? Kann das sein? Ach du Kacke, nee, dann lass ich lieber den Akademie-Rucksack. Ja, also den Streben.
Ja, das ist so. Allerdings ein Käppi. Ich fand den Hut schrecklich. Was machen zwei Alligatoren, wenn sie sich einig sind? Ein Krokodil. Oh. Schmerz, lass nach. Hallo, Lucifer. Na, sind deine Pokémon von den Kämpfen gegen die Trainer unterwegs stärker geworden? Lass mich das gleich mal überprüfen, mit einem Kampf natürlich. Okay. Yippie, Freunde wie dich braucht jeder im Leben. Gegen die man immer kämpfen kann? Ey. Also dann, Lucifer, der Kampf ist das Ziel. Die ist schon penetrant, oder? Die ist mega penetrant. Nur kämpfen. Freunde, denen man auf die Schnauze hauen kann, sind die besten Freunde. Yummy, komm mal rüber. Aua. Ich wollte doch nur da rein und speichern. Lass mich dumm. Ey, greift mich zweimal direkt an. Was für eine Sau. Was für eine Sau. Du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon voll drauf. Was für ein Siegeswille. Ich kann ja Sparring machen. Der Sparrow ist ein geil. Das war Pamo nochmal. War das dieses... Du machst diesen Kampf härter, als ich dachte. Nicht übel, Lucifer. Ach, das war das. Ja, ich muss mir erst merken, wie die anderen... Kämpfe gegen dich, Kämpfe gegen dich mache richtig Spaß. Sie ist jetzt halt schon verkackt zu lösen. Was macht die jetzt? Was? 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 Jetzt, ja, Kristallisierung kann die Stärke von Attacken eines Typs noch weiter steigern. Bitte was? Wieso? Das ist unfair! Was macht die da? Ich will das auch. Keine Ahnung. Warum sieht das Pokémon jetzt so komisch aus? Hallo, Try. Komm zurück. Jetzt bin ich paralysiert. Aua. Ich habe Tentakelisierung gewinnen. Wer weiß, vielleicht ist es das auch. Macht ja seltsame Sachen. Oh, sie spielen den Dialogsimulator. Ja. Unglaublich, wie schnell du besser wirst. Ich öffne noch ein alkoholisches Kaltgetränk, nicht vorher Feier machen, bevor das alles ist. Da muss man aber schnell trinken, du. Wahnsinn, du hast einfach so gegen mich gewonnen, obwohl ich die Terra-Kristallisierung eingesetzt habe und du nicht. Ja, unfair. Oh, warte, du kannst sie ja noch gar nicht einsetzen, oder? Tsch. Überlass das nur mir. Du hast so viel Talent, dass ich immer wieder vergesse, wie unerfahren du noch bist. Ui. Hier ist, diese Beleber gibt's als kleines Dankeschön für den tollen Kampf. Ei, Beleber. Ich krieg die Beleber hier aber auch wie Smarties entgegengeworfen, ne? Beleber sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Hallo, Nemo. Scheiße, jetzt habe ich Bock, am Freitag Pokémon weiterzumachen, ne? Ah, jetzt. Hinter diesem Tor liegt Mesa Lona City, wo sich auch unsere Akademie befindet. In der Stadt gibt es viele Hügel und Treppen. Ich mache nur eine kurze Pause und komme dann nachher. Ja? Now kiss. Dürft euch küssen. Jetzt tiefer in die Stadt.
Oh, schnelle Bewegungen tun aber in den Augen weh, ne? Ich kann nicht sehen, weißt du? Küssen? Ich habe kein Bier mehr im Kühlschrank. Oh nein, da musst du einkaufen, die muss ich machen. Geschafft, da wären wir endlich. Das ist Mesalona City, die größte Stadt der Paldea-Region. Sie ist schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Handelszentrum. Viele Menschen kommen her, um mehr über die neueste technologischen und wissenschaftlichen Fortschritte zu lernen. Es gibt einen Friseursalon, wo du neue Frisuren ausprobieren kannst. Und dann wäre da noch ein Laden mit total leckeren Häppchen. Weißt du schon, was du dir zuerst ansehen möchtest, Lissifer? Häppchen. Ah, du bist so ein kleiner Gourmet. Naja, mit knurrendem Magen kämpft es sich aber auch schlecht, das stimmt. Oh, wo wir gerade vom Kämpfen sprechen. Ich will unbedingt sehen, wie du die Terra-Kristallisierung einsetzt. Gibt eigentlich eine gewisse Prozedere, bevor man das darf, aber ich mache das schon für dich. Du kannst dich in der Zwischenzeit ruhig ein wenig in der Stadt umsehen. Hier gibt es auch eine Boutique, falls du deine Uniform ein bisschen aufpeppen willst. Uniform ein bisschen, achso, und tolle Restaurants. Ich persönlich würde dir das Geschäft Botobeutel wärmstens empfehlen. Okay. Dort werden praktische Items verkauft, die du deinen Pokémon zum Tragen geben kannst. Wenn du genug gesehen hast, treffen wir uns am besten vor der Akademie. Aber mach dich auf eine ganz schöne lange Treppe gefasst. Ja, ich merke schon. Also bis dann. Du darfst gespannt sein. Hilfe. Gewinne? Warum habe ich jetzt Geld gewonnen? Egal. Ist ja egal. So, dann schauen wir uns mal um. Leckeres Eis. Oh, hier gibt es wieder Eis, verdammt. Teriyaki-Eis. Ich weiß nicht, ob Teriyaki-Eis geil ist. Ich hoffe auch. Ich sehe schon die Performance hier so ein bisschen. Wenn die so laufen im Hintergrund oder da hinten. Da. Das ist nicht schön zu sehen. Nee. Können wir den Pokémon Unterwäsche anziehen? Du willst den Pokémon Unterwäsche anziehen? So, so. Guck mal, wenn Ben sich entwickelt, wie er dann aussieht. Ich glaube, der isst zu viel Nüsse. Ich glaube, der nascht zu viele Nüsschen. Ja, Nüsse. Niam, 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 niam. Geil. Oh, Meeresbrise. Okay. Oh, nee. Jetzt kriege ich voll Hunger. Scheiße. Ich trinke einen Kaffee. Warum essen wir den Kaffee? Was soll das? Warum macht mein Bamelin da oben schon wieder komische Sachen mit dem anderen Pokémon? Was zur Hölle? Oh mein Gott, ey. Puh. So alles falsch. Kraut ihm am Arsch. Pachoriso oder wie der heißt, ne? Gibt's hier? Hier gibt's Sandwiches. Oh, gerade Hunger, ist ja scheiße. Oh. Butter und Brot, wo wir Sandwiches lieben. Oh, das ist ja gerade fies hier. Überall nur Essen. So, der Belag kommt hier rauf und dann nur noch mit den Würzmitteln abschmecken. Oh, entschuldige, ich war gerade ziemlich in Gedanken versunken. Du musst wissen, ich befasse mich eingehend mit Sandwich-Rezepten. Es ist nämlich mein Traum, eines Tages selbst ein Rezept zu kreieren, das den Zusatz Meister verdient. Wenn du möchtest, bringe ich dir auch gerne ein paar Rezepte bei. Wenn mir neue Rezepte einfallen, bringe ich sie dir natürlich auch bei. Okay.
ich krieg voll Hunger. Ich frage mich, woher sie den Schinken haben. Feinstes Pokémon-Fleisch-Try. Ja, nee, das solltest du jetzt vielleicht nicht machen, Mosi. Hier war ich ja gerade drin. Verdammt. Nein! Ich will mich quälen. Kann ich hier rein? Hier. Fun Fact, das Fleisch ist vegan. Wie heißt denn dich im Restaurant? Fangfrisch, herzlich willkommen. Ach, das ist doch jetzt... glaube ich. Oh. Aua. Sah nicht richtig aus. Curryreis, Schoko, Vanille, Obstbecher, gemischter Salat, Zitroneneis. Oh, mit dem Pikachu, wie süß. Frikadelle und frittiertes. Oh. Da beiße ich gerne in Pikachus Kopf. Verdammt, ich bin wirklich in der Restaurantabteilung abgebogen. Scheiße. Oh, ich sterbe gerade. Ich habe ja wieder Hunger. Sandwich-Zutaten kann ich hier kaufen. Ach so. Ach du Scheiße, was zur Hölle? Ach du Kacke. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Commander, Tatsache. Oder Feuerriegel. Dieser Feuerigel. Also sehr viele Feuer-Pokémon. Aber ich mag eigentlich noch mehr. Aber das sind jetzt die ersten, die mir einfallen. Besten Tapas gibt's bei Happas. Hausgemacht und immer frisch. Was darf's sein? Tapas, Happas. Ah ja. Gibt's hier aber mal nichts zu essen? Erdbeeren. Okay, ich muss Erdbeeren kaufen. Wie viel könnte ich kaufen? 46. Ich kaufe 5. Beerse. Micha, danke für die Vergiftung an Planlos. Dankeschön. Erstmal nicht Sense. Also noch nicht. Erstmal fangen und gucken, was hier so in meinem Team so abgeht. Weil ich habe ja jetzt gerade mein Feuer-Kroko. Mal gucken. Du magst nur meine, nur weil es aussieht wie Agumon. Nein. Ich mag halt so Drachen und Dinos und alles. Was für eine dreiste Unterstellung. Habe ich irgendwas Wertvolles, was ich verkaufen kann? Das hier, das benutze ich nicht. Ich habe Sternschauer zweimal. So gerne haben. Dickter Erde. Da, 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 da. Dino-Drachen sind toll. Dickdarm-Erde. Oh Gott. Bitte was? Was? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich mach mir jetzt noch eine Yum-Yum. Gönn dir.
Habe ich hoffentlich falsch verstanden. Ja. Irgendwie schon. Warum bin ich jetzt auf dem Dach? Hilfe? Elektroball. Kann ich hier runterspringen? Oh fuck. Rette mich! Hui! Nickpick! Dickpick? Was? Was passiert hier? Warum? Wir sind bei Nickpick. Diese weiche violette Tischtuch aus hautfreundlichem glatten Material absorbiert jegliches Geräusch von Geschirr, das darauf platziert wird. Okay. Das sieht so aus, als ob ich Räume dekorieren kann. Aha. Interessant. Dickpick? Ja, ja, Dickpick. Wie sehen denn die Rucksäcke aus? Zeig mal. Schrecklich. Nee. Sind alle nur rund. Das ist ja. Ja, Kaki, Kaki. Würdest du doch hören. Nee, ist mir halt einfach eingefallen, wo ich es gelesen habe. Klingt halt falsch. Hier ist der Friseur, ne?